Spannung der Erwartung, was denn Phoenix Lübeck möchte. Ja, Christoph? Ja. Ja, gut, sehr schön. So. Kommt noch jemand dazu? Wird schon interessanter für die Presse. Moin. Moin. Gut, dann kann es losgehen. Erstmal allen Anwesenden ein frohes, gesundes Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, das gilt natürlich für alle, für die Pressevertreter oder auch ne, für Sponsoren, Unterstützer, alle, die ihr hier seid im Raum. Ganz kurz vorweg muss ich mich vielleicht ein klein wenig entschuldigen und um Verständnis bitten bei den Pressevertretern. Wir wollten am heutigen Tag nicht nur einmal ausprobieren, wie es denn aussieht mit der Verschwiegenheit innerhalb des Clubs, innerhalb der Fußballwelt. Kann denn auch mal irgendwas passieren, ohne dass die Beteiligten das vorher im Print oder in den Online-Medien lesen können? Das scheint uns dieses Mal gelungen zu sein. Jedenfalls ist bei uns nichts angekommen. Das haben wir aber nicht gemacht, um die Presse irgendwie zu ärgern, denen Arbeit zuzumuten, als sie ohnehin haben, sondern das hat für uns einfach sportliche Gründe gehabt, dass wir euch ein bisschen angeflunkert und auf eine falsche Fährte geführt haben, weil es ist einfach der gute Ton, dass wenn es zu personellen Veränderungen kommt innerhalb einer Mannschaft, dass das dann in erster Linie zuerst die Aktiven, die beteiligten Sportler und die Personen innerhalb des betroffenen Vereins darüber informiert werden. Das war natürlich vorher nicht möglich für uns, da unsere Spieler in aller Welt verteilt waren. Das gilt nicht nur für bei anderen Vereinen so, sondern das ist auch bei uns so, dass wir aktuell noch Spieler festsitzen haben in Uganda, in New York, und Corona hat auch zugeschlagen. So war es also gar nicht möglich, die Mannschaft jetzt vorher zu informieren. Die hat sich jetzt eben gerade um 15 Uhr hier getroffen und ist von uns dann über die Veränderung informiert worden. Selbstverständlich gibt es auch immer Neuigkeiten zum Thema Stadionbau oder auch zum anstehenden Thema Derby, was in den letzten Tagen ja doch den einen oder anderen Lübecker interessiert hat. Aber für uns steht heute bei der Pressekonferenz in erster Linie eine personelle Veränderung in der sportlichen Führung auf der Agenda. Jedem ist das bewusst, wenn er in unsere Reihe guckt. Wir haben auch jetzt keine Namensschilder, aber ne, ganz außen sitzt unser Olli Mau vom Marketing, daneben Moritz Ide aus dem Vereinsvorstand und aus dem JRV Lübeck, Thomas Laudi, unser erster Vorsitzender, Daniel Safadi, Stefan Schnorr, unser technischer Leiter, und damit dann auch das Geheimnis, unser Paukenschlag für 2022, der neue Trainer der ersten Mannschaft, Oliver Zappel, bekannt als eine der schillerndsten und bekanntesten Trainerfiguren hier aus dem Norden, lange beim SV Eichede und
Profitrainer in verschiedenen Stationen. Da nimmt er gleich selbst nochmal Stellung zu. Oliver Zabel wird unser Trainer sein ab dem Auftakttraining heute um 17.30 Uhr. Ja, und das möchten wir hier in dieser Form verkünden und auch die Hintergründe dazu einmal kurz erläutern, um euch dann die Gelegenheit zu geben, entsprechende Fragen zu stellen oder das, was euch dann bewegt, uns mitzuteilen. Eine offizielle Pressemitteilung von unserer Seite in digitaler Form wird euch dann jetzt auf diesem Wege auch gleich noch zugehen zu allen Adressen, die uns bekannt sind. Ja, in erster Linie gibt es von unserer Seite, von meiner Seite aus dazu natürlich zu sagen, und das seht ihr, dass an meiner rechten Seite hier auch unser bisheriger Trainer der ersten Mannschaft, Daniel Safadi, weiter sitzt, weil es in absoluter Einigkeit innerhalb des Vereins und auch mit der Trainerperson Daniel Safadi dazu gekommen ist. Wir haben den Weg zu Phoenix Lübeck vor schon ziemlich genau 3 Jahren begonnen. Daniel zunächst alleine, ich dann vor 2,5 Jahren, haben einen, glaube ich, sehr erfolgreichen Weg beschritten hier mit Phoenix Lübeck und dann auch in der ersten Regionalliga-Saison in der Corona-Zeit die Saison gut bewältigt, sind jetzt auch jetzt auf keinem schlechten Weg, auch wenn der uns jetzt nicht unbedingt zu dem Ziel Aufstiegsrunde geführt hat, haben wir das für unsere Verhältnisse bisher, denke ich mal, ganz vernünftig im Einklang mit den Zielen, die wir hatten, gemacht. Vor einigen Wochen ist Daniel schon auf mich zugekommen, beziehungsweise haben wir analysiert, dass um für eine weitere Entwicklung des Clubs in sportlicher Hinsicht, aber auch in personeller Hinsicht, es einfach unerlässlich ist, bestimmte Veränderungen anzustreben, um in der Regionalliga weiter in die Spitzengruppe zu kommen, um Dinge anzuschieben, die gerade den Jugendbereich betreffen, um Dinge zu entwickeln, die den Stadionbau betreffen, in einer so schönen Stadt wie Lübeck etwas zu entwickeln, obwohl es eine aus unserer Sicht nur scheinbar viel größeren, obwohl wir uns einer scheinbar viel größeren Fußballmacht entgegenstellen sollen, wo viele uns, sage ich mal, noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Das hat uns nie von unserem Weg abgebracht, aber in dieser Analyse haben wir festgestellt, das können wir in unseren sportlichen Funktionen einfach auf Dauer nicht leisten, berufstätig zu sein, eine Mannschaft in die Spitzengruppe der Regionalliga zu führen und auch den Verein insgesamt weiterzuentwickeln. Das ist uns nicht möglich und so haben wir dann gemeinsam beschlossen, nicht unseren Weg getrennt zu gehen, sondern weiter zusammenzugehen, aber uns Personen dazu zu holen, die dem Projekt Phoenix Lübeck weiter fördern können und haben dann gesagt, Mensch, auf der Position des Trainerpostens bräuchten wir jemand und Daniel hat gesagt, geh auf die Suche, Frank hat gesucht und Frank ist dann auch in Abstimmung natürlich mit allen anderen Funktionsträgern fündig geworden. Und wir haben dann auch gemeinsam beschlossen, dass Oliver Zabel genau der richtige Mann ist für dieses Projekt. Und so ist es dazu gekommen. Und um auch gleich nochmal bei Daniel zu bleiben. Daniel wird weiterhin einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Phoenix Lübeck einen maßgeblichen Anteil dazu beitragen,
Er wird unter anderem das Team zum Stadionneubau leiten, begleiten und dort tätig werden und wird dann auch ab sofort die Leitung der zweiten Mannschaft übernehmen, die dann im Sommer auch zu einer U23-Mannschaft entwickelt werden soll. Das ist auch schon alles viel Arbeit, allerdings nicht vergleichbar mit dem Job des Regionalliga-Trainers, der uns in die Spitzengruppe der Regionalliga bringen soll, mit einigen weiteren Aufgaben. Ansonsten deshalb treten wir hier auch so in dieser Phoenix-Größe auf, sind wir uns komplett einig, was wir wollen, worum wir kämpfen bei Phoenix Lübeck, nämlich für diese Entwicklung. Und da steht jede der hier sitzenden Personen für sich für einen bestimmten Bereich. Und ja, wir hoffen, dass wir so gut sind, wie es uns dann auch sportlich gelingt und wie wir hoffentlich auch Presse und andere Funktionsträger in Lübeck, die wir einfach brauchen für diese Entwicklung, überzeugen können. Aber ihr seht, ich glaube, wir sehen alle ziemlich proper aus. Ja? Und wir sehen ziemlich proper aus und wir sind auch kein ganz junges Team, sondern hier sitzt eine ganze Menge nicht nur sportliche Erfahrung, sondern auch Lebenserfahrung am Tisch, die dem einen oder anderen auch schon ein paar Haare gekostet hat, aber sie sind alle da, um richtig Gas zu geben, um das Jahr 2022 ein Phoenix-Jahr werden zu lassen. Ja, das von mir zur Einleitung. Ich würde vorschlagen, dass Olli Zabel jetzt vielleicht mal seine Sicht der Dinge kurz hier darlegt, damit ihr auch klar das Statement habt und ihr dann dazu kommen könnt, uns Löcher im Bauch zu fragen oder auch nicht. Ja, vielen Dank, Frank, für die Begrüßung und die Einleitung und die Vorstellung. Wir haben nicht die Absicht gehabt, hier irgendwas zu inszenieren, was künstlich eine besondere Aufmerksamkeit erreichen soll, sondern im Gegenteil. Wir haben das auch nicht über Nacht irgendwie entwickelt und gesagt, so, jetzt was machen wir jetzt mal mit Phoenix, ein paar Schrauben drehen und das war's dann. Vielleicht sind wir am Ende der Saison einen sportlichen Schritt weiter. Das alles war nicht das Ziel, sondern unser Ziel war, ein Konzept zu entwickeln. Und ein Konzept entwickelt sich in vielen, vielen Gesprächen und diese Gespräche haben wir geführt. Ich war jetzt 2 Jahre lang nicht mehr auf der Fußballbühne und dafür gibt es gute Gründe. In diesen 2 Jahren wurde ich von ganz, ganz vielen Menschen, auch hier in diesem Raum, immer mal wieder gefragt, was ist eigentlich los mit dir? Wann sehen wir dich mal wieder? Wird Zeit, dass du mal wieder was machst? Und ich habe in der Regel immer gleich geantwortet. Ich habe immer wieder gesagt, dass das Entscheidende bei all den Anfragen, die ich bekommen habe, einfach gefehlt hat. Und als wir die ersten Gespräche geführt haben, gemeinsam mit Frank und noch ein paar anderen Beteiligten, da ist mir sehr, sehr schnell klar geworden, dass das anders ist. Phoenix ist anders als ganz, ganz viele andere Vereine, die es in den letzten 2 Jahren und auch davor immer wieder probiert haben. Ich habe mich nicht immer richtig entschieden in den letzten Jahren. Es waren viele Entscheidungen dabei, die man insbesondere auch als Profitrainer trifft, weil man ein bisschen getrieben ist, weil man denkt, das muss man jetzt mal machen, um aufs nächste Level zu kommen. Aber das ist nicht immer gut und vor allen Dingen nicht gut für die persönliche Entwicklung. Und ich habe vor 2 Jahren das Gefühl gehabt, ich bin auf einem völlig falschen Weg. Ich entwickle mich weg von dem Trainer, der ich mal war und vielmehr zu einem, den es laut meiner Meinung viel zu häufig gibt. Nämlich zu jemandem, der gar nicht mehr selbst entscheidet, der sich treiben lässt durch die Meinung anderer und weniger ein Entwickler ist, als vielmehr nur noch ein Umsetzer über einen bestimmten Zeitraum. Und genau deshalb habe ich mir diese 2 Jahre auch genommen und mir immer wieder auch überlegt, ob ich überhaupt noch mal wieder
einsteige in den Fußballbereich. Ich habe in den letzten zwei Jahren ein Unternehmen gegründet, war im Grunde genommen diesbezüglich auch gedanklich, erstmal in einer ganz anderen Welt unterwegs, habe aber trotzdem nie den Bezug zum Fußball verloren. Ich habe mir ganz viel Basisarbeit angeguckt, um wieder runterzukommen, um ganz bewusst einen Schritt zurückzugehen aus dieser Profi-Welt. Habe es geliebt, am Bratwurststand bei irgendeinem Kreisligisten einfach nur ein bisschen zu gucken und Fußball zu riechen. Und genau dieses Gefühl hat mich dann ereilt, als ich in diesen Runden war, als es um die Zukunft von Phoenix Lübeck ging. Phoenix Lübeck ist aus meiner Sicht ein Verein, der nach dem, nennen wir es einfach mal Tal der Tränen, aus der Asche auferstanden ist. Und das passt ziemlich gut zum Vereinsnamen. Der allerdings natürlich auch deswegen auferstanden ist, weil Menschen etwas gemacht haben, weil Menschen Verantwortung übernommen haben, weil sie auch in Vorleistung getreten sind. Und auch da möchte ich mich jetzt ganz offiziell bei Frank und auch vor allen Dingen bei Daniel bedanken für das, was sie mir übergeben. Sie hinterlassen mir hier kein Trümmerfeld oder eine Situation, in der nun große Hoffnungslosigkeit besteht und wir das erste Spiel gewinnen müssen, ansonsten steigen wir ab. So ist es keineswegs. Die Mannschaft ist intakt, sie ist homogen, sie ist vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wo wir sie alle gerne sehen. Aber dafür bin ich ja jetzt auch da, um das zu beweisen. Insofern ist es so, dass wir hier nicht davon ausgehen müssen, dass jetzt die nächsten 6 Monate mal eben so ein bisschen nebenbei laufen. Ganz im Gegenteil. Wir spielen um den Klassenerhalt und wir müssen von heute anfangen, das zu verstehen und extrem viel investieren, damit wir unser Ziel, unser vorrangiges Ziel, nämlich den Klassenerhalt in diesem Jahr schaffen. Würden wir das nicht schaffen, würden wir ganz, ganz viel Aufbauarbeit zerstören. Und das möchte sich keiner ans Revier heften und als allerletztes ich. Und deswegen war in den ersten Gesprächen schon relativ klar, dass die Erwartungshaltung auch an mich persönlich eine extrem hohe ist. Und das ist so der finale Kitzel dann für mich auch gewesen, wo ich gesagt habe, ja, also abgesehen mal von der Sympathie, die alle Beteiligten sich gegenseitig auch bekundet haben, das ist schon mal eine gute Basis für erfolgreiches Arbeiten, es geht es auch darum, Leistungen zu erbringen. Und diese Leistung, die gilt es nun auch nicht nur verbal zu untermauern, sondern auf den Platz zu bringen. Und deswegen, der Druck ist da für alle Beteiligten. Das muss auch klar sein. Druck ist in der Regel ein guter Förderer, um an seine Grenzen zu kommen. Wir werden jedes einzelne Energiekörnchen auch von jedem hier an diesem Tisch benötigen, um uns alle auf den richtigen Weg zu bringen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir in der täglichen Arbeit den Grundstein dafür legen werden, dass wir jetzt uns auch nicht nur über das, was Frank gesagt hat, ein tolles Jahr 2021 unterhalten werden, sondern die Zielsetzung ist natürlich, den Grundstein für eine mittelfristige, wenn nicht sogar langfristige Zusammenarbeit zu legen. Gut, vielen Dank, Olli. Jetzt von euch, wenn wir noch was sagen, sonst wäre das jetzt eröffnet. Wenn noch Fragen offen sind. Oder wird schon alles beantwortet, Christoph? Wenn jetzt von mittel- bis langfristiger Zusammenarbeit gesprochen wird, bis wann hat der Vertrag unterzeichnet oder ist es geplant oder wie ist da die Planung? Ja, ist das geheim, Olli? Ja, wollen wir es sagen? Na, du kannst es ruhig sagen. Nein. Also, eigentlich gibt es keine Geheimnisse. Ja, also es gibt keine Geheimnisse, natürlich. Ist das eine Zusammenarbeit, das hat Olli ja eben schon gesagt, wir planen jetzt nicht hier für ein halbes Jahr oder ähnliches,
sondern wir wollen was aufbauen. Und auch wenn wir von einer Zielsetzung obere Regionalliga sprechen, dann drücken wir nicht auf den Knopf und das ist dann so weiter. Es ist ähnlich wie mit dem Stadionbau. Ja, also wir planen schon eine Zusammenarbeit von Minimum 3 Jahren. Das ist schon unser Ziel. Darf ich dann nachhaken? Plan heißt Plan oder gibt es da was Schriftliches? Also Plan heißt Vertrag. Okay. Wie sieht denn das Trainerteam aus? Gibt es da ansonsten eine Veränderung oder wird das mit Billy oder was gibt da vor? Wir starten jetzt mit dieser einen Veränderung und das betrifft mich und alles andere bleibt so zusammen. Und wir entwickeln uns alle weiter. Also da kann ich jetzt im Moment noch nicht genau sagen, in welchen Zeitrastern sich das alles bewegen wird. Aber natürlich ist es erstmal wichtig, dass wir in der engen Runde zusammen starten und uns aneinander gewöhnen. Und dann werden wir, nachdem wir uns kennengelernt haben, werden wir dann entscheiden, in welche Richtung wir da weitergehen. Deine Olli an dich oder Leute eine Frage. Wie lange ging das jetzt schon so? Daniel, wenn man uns entschieden, vielleicht auch einen Schritt zurückzutreten, jetzt in die zweite. Olli, wann hast du entschieden, bei Phoenix mit einzusteigen? Frank, vielleicht auch mal ins Boot. Wie lange gingen diese Gespräche? Das ist ja jetzt nicht so von heute auf morgen, hast du ja schon gesagt, Frank. Hast du die Mannschaft jetzt vorher schon mal spielen sehen live? Wie sieht es da aus? Ja, also wenn ich darauf antworten darf, ich wurde ja häufiger schon auf unterschiedlichen Regionalliga-Sportplätzen gesichtet, unter anderem auch in Trochter und Assel, wo man mich auch gefragt hat, ob ich überhaupt keine Familie mehr habe. Da war ich mit meinem Sohn da und der hat es genossen, einfach auch da mal wieder in so ein Regionalliga-Stadion zu kommen, wo man normalerweise nicht so häufig ist. Ich habe die Mannschaft selbst 4-mal live gesehen und mir darüber hinaus mittlerweile natürlich jedes Spiel angesehen, was ich irgendwo begreifen konnte über Video. Dementsprechend weiß ich schon ziemlich genau, mit wem ich es zu tun bekomme. Es gibt ja auch ein paar Jungs, mit denen ich schon viele Jahre auch zusammengearbeitet habe. Nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Trainerteam. Insofern bin ich nicht ganz unvorbereitet, die Mannschaft dadurch aber auch nicht. Also ist vielleicht ganz positiv, dass die Jungs jetzt auch die Zeit schon mal nutzen können und ihre Ansprechpartner mal so ein bisschen fragen können, was da für ein Vogel auf sie zurollt gerade. Insofern bin ich präpariert, was das Thema anbetrifft mit der Mannschaft. Die Gespräche, das sagte ich eingangs, laufen seit ein paar Wochen. Ja, also wir haben uns natürlich auch Zeit gelassen. Ja, um auch wirklich alle Fragen zu beantworten. Ja, also da wurde nichts jetzt übers Knie gebrochen, sondern da wurde schon auch in die Tiefe gegangen und gemeinsam auch versucht, eine Vision zu kreieren, hinter der alle stehen. Insofern sind es ein paar Wochen und die Entscheidung final gefallen ist am 23. Dezember. Ich selber gehe schon doch einige Zeit mit dem Gedanken schwanger. Frank und ich haben uns auch regelmäßig ausgetauscht, wo ich vor 3 Jahren hergekommen bin. Und vor allem 2,5 Jahre später hatten wir alle große Ziele, großes Vor. Gleichzeitig habe ich mich entschlossen, vor 2,5 Jahren jetzt ungefähr noch eine zweite Firma aufzumachen, die auch viel Zeit kostet. Eine Familie habe ich auch noch, einen Sohn, der gerne Zeit mit mir verbringt. So ist das Gefühl immer weiter gewachsen. Ob das tatsächlich immer noch so das ist, was ich will. Wir haben das gemeinsam gestartet, Frank und ich, und ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg, haben vieles erreicht. Ich glaube, das Derby, wenn ich das mal so als Beispiel nehmen kann, ich glaube, VfB hat im Durchschnitt 1.500 Zuschauer, da waren es 6.000 Zuschauer. Also wir sind nicht ganz uninteressant. Und da wurde mir vielleicht auch da nochmal bewusst, hieraus kann man richtig was machen, wenn man die Zeit dafür investiert. Die kann ich nicht investieren, bin ich vielleicht auch ein Stück weit nicht mehr bereit, so zu investieren, was man machen muss für einen Regionalliga-Trainer oder vielleicht irgendwann drüber hinaus. Deswegen habe ich Frank vor einigen Wochen darum gebeten, jetzt den Schritt zu machen, denn doch Ersatz für mich zu suchen. Und ich persönlich freue mich, dass es dann Olli geworden ist,
dass es keiner ist, den man überhaupt nicht kennt, sondern einer aus der Region, der in der Region bekannt ist. Einige Spieler kennen ihn, haben schon mit ihm zusammengearbeitet. Ich glaube, so wächst das nochmal deutlich schneller zusammen, als es vielleicht gewesen wäre, wenn es ein Fremder ist. So freue ich mich drüber, dass das so passt, auch dass Danny weiter seinen Platz hat. Der Rest ist natürlich eure Sache, da kann ich mich nicht mehr mit einmischen. Bin aber erstmal guter Dinge, dass das funktioniert und fruchtet. So habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich dann ab und zu mal im Stadion bin, mir die Mannschaft angucken kann, dass da richtig was draus geworden ist. Gleichzeitig war es so, dass ich mich natürlich nicht komplett vom Fußball trennen wollte. War das nun auch schon von klein auf. Da war die U23 oder die jetzige zweite so das Thema, wo ich sage, okay, ich verstehe mich auch mit dem Trainerteam sehr gut. Das ist immer noch Zeit, aber nicht mehr so viel Zeit, wie die Regionalliga in Anspruch nimmt. Und darauf habe ich mich entschlossen, dann die zweite mitzumachen. Vielleicht noch eine Nachfrage. Gab es noch andere Kandidaten aus der Zabel? War das so die absolute erste und einzige Wahl? Und dann sofort gefunden? Ja, insgesamt sind wir ja lange genug im Geschäft, um auch zu sehen, was ist sonst möglich. Ja, in dem Moment, wo dann so eine Entscheidung gefällt wird, denkt man über verschiedene andere Personalien natürlich nach, wobei ich voller Überzeugung sagen kann, also aus der jetzigen Sicht ist Oliver Zabel für uns einfach auch mehr als ein Glücksgriff, ein Fußballlehrer, der sich so in der Region Hamburg-Schleswig-Holstein auskennt, der diese Profistation hinter sich hat, der international hinter die Kulissen geguckt hat und auch eine ganz entscheidende Sache versteht, nämlich den Jugendbereich, dem eine ganz entscheidende Rolle zukommen wird bei uns in den nächsten Monaten und Jahren. Da ist das für uns, als wenn wir einen Bundesliga-Mittelstürmer haben verpflichten können. Ja, also von daher stellte sich die Frage nicht mehr irgendwo anders noch parallel Gespräche zu führen oder ähnliches, sondern wir haben uns dann überlegt, gemeinsam, wie können wir das managen und wie können wir das regeln. Und in dem Zusammenhang, weil das ja dann auch oft ein Thema ist nach außen, unser geplantes Budget wird nicht anders belastet, als wie wir das ursprünglich geplant haben. Denn unser Weg, der interessiert doch auch schon viele Sponsoren, Investoren und Freunde, ja, die in den letzten Monaten immer mehr dazugekommen sind und die auch dieses Projekt jetzt, das Projekt eines solchen Trainers halt möglich machen, ohne dass der Verein an sich sich dadurch irgendwie in irgendwas reinbegibt, was er nicht kann oder was er nicht stemmen kann. Ja, da auch ein besonderer Dank an einen weiteren Geschäftsmann, Investor, den Matthias Kurz aus Hamburg und auch bestimmt eine Anzahl von 10 weiteren neuen Partnern von Phoenix, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch dann der Öffentlichkeit immer mehr präsentieren wollen, die haben das möglich gemacht. Ja, das muss man dann natürlich dazu sagen, weil sonst ist sowas natürlich sehr schwierig. Also wir sind rundherum zufrieden. Herr Zabel, worin sehen Sie denn die Stärke der Mannschaft, die Sie jetzt übernehmen? Gibt es da einen Faktor, der Sie besonders beeindruckt, der Sie besonders überzeugt hat auf dem Weg hierher? Die größte Stärke ist, dass die Mannschaft gar nicht weiß, wie gut sie eigentlich ist. Und das hat sie immer mal so fragmentweise gezeigt in einzelnen Spielen. Ich glaube aber auch Phasen, da hat man gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt gerade?
das zu stabilisieren, das herauszukitzeln, das ist die Primäraufgabe. Eine weitere Stärke ist, dass sie gelernt hat, auch gegen Widerstände anzugehen. Sie hat es schon häufiger auch gezeigt, dass sie sich durch Rückstände nicht sofort verunsichern lässt. Und auch das, in den Punkt Mentalität kommen, ist etwas, was vorhanden ist und was extrem wichtig ist, um im Abstiegskampf, ich sage das jetzt einfach mal, ja, Abstiegskampf zu bestehen. Es ist eine Abstiegsrunde, also kämpft jede Mannschaft, die in dieser Abstiegsrunde antritt, gegen den Abstieg. Und da kommt es neben dem fußballerischen Talent vor allen Dingen auf die mentalen Fähigkeiten an. Und ich glaube, dass die Mannschaft so gewachsen ist, dass sie diese Voraussetzungen schon mal prinzipiell erfüllt. Ja, Volker hat die Sprache verschlagen. Volker ist ein Multitasking. Ich kenne uns lang genug, alles noch. Der weiß alles. Ich habe eben schon überlegt, machen wir jetzt Selfies oder. Oder ich bin zu überrascht, wenn wir das machen. Die Statements schon alle vorher abgeschrieben. Ja, genau, nur die Textbaustelle. Ja, genau. Ich fühle den guten Namen hier. Ja. Wir haben ja im ersten Jahr zu Phoenix ein Traditionsheim seit 1940 im Kopf habe. Hier drei Schwergewichte, also jetzt nicht vom Gewicht her, sondern drei wirklich Fußball-Schwergewichte mit dir, Frank, als Mann im Hintergrund, mit Stefan Schnorr und jetzt mit Oliver Zappel. Wo will der erste FC Phoenix Lübeck wirklich hin? Weil obere Regionalliga kann es ja nicht bleiben. Wenn ich auch deine Ansprüche kenne, wo ist da der Weg hin, Stefan? Also dazu sollte man jetzt sagen, da können wir so viel Schwergewicht sein, wie wir möchten. Alles beeinflussen können wir natürlich selbst auch nicht. Wir können sportliche Dinge beeinflussen. Wir können versuchen, im organisatorischen Bereich, in unserer öffentlichen Wahrnehmung weiter daran arbeiten. Aber eins ist ja ganz klar, wir sprechen schon seit einigen Monaten von einem Stadionneubau, der auch wenn er jetzt heute nicht thematisiert ist, das werden wir in diesem Monat auch nochmal in dieser Runde zusammenkommen und präsentieren. Da haben wir eine Menge vor. So ein Stadion baut man ja aber nicht, um dann letztendlich in der Oberliga irgendwelche Spiele zu absolvieren. Das macht ja wenig Sinn. Da wir aber noch kein hundertprozentiges Go haben von der Stadt und diese Verhandlungen mit der Stadt nicht so weit abgeschlossen sind, dass man jetzt sagen kann, das ist die Baugenehmigung und das ist das Datum, wo wir da drin spielen möchten und so groß ist das und so sieht das aus, macht es wenig Sinn, sportliche Ziele über die Regionalliga hinaus zu formulieren. Das können wir nicht, das wäre ja auch ein Stück weit unseriös. Diese Entscheidungen können nur in Absprache mit der Stadt erfolgen, wo wir einfach darauf hoffen, und das ist eben dann nochmal die öffentliche Wahrnehmung, wo wir ja gerade über das Derby gesprochen haben, dass Phoenix Lübeck einfach auch eine andere Gewichtung bekommt in dieser öffentlichen, in diesem öffentlichen Ansehen, dass wir es einfach verdient haben, auch unterstützt zu werden, dass wir keine Eintagsfliege sind, haben wir, glaube ich, jetzt unterstrichen und jetzt hauen wir mit Oliver Zappel nochmal ein Ausrufezeichen dahinter und dann müssen wir halt schauen, wer sich mit an unsere Seite begibt oder wer sagt, Lübeck ist doch keine Sportstadt oder ähnliches. Ja, das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten dann feststellen. Das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben, den sportlichen Bereich, ja, dann kommt der Zuspruch von außen und dann hoffen wir auf Unterstützung, die wir eben nicht alleine bringen können und hoffen natürlich auch, dass ihr pressemäßig da auch nochmal den einen oder anderen
Zungenschlag mit reinbringt und auch dort erkannt wird, dass die Stadt nicht nur grün-weiß ist. Ich war jetzt mal Butter bei den Fischer. Das ist schon eine Grundsteinlegung für Profifußball im 1. FC Phoenix, sehe ich das richtig? Also auf lange Sicht gesehen. Alles hin. Ja, aber zu Profifußball gehört nun noch ein bisschen mehr als drei Schwergewichte. Ja, dazu gehört ein wirtschaftlicher Hintergrund. Ja, wir brauchen auch nicht vom Profifußball sprechen mit einem Zuschauerdurchschnitt von 500-600 Leuten. Das lässt sich, das ist kein Profifußball. Also wir wollen da schon bestimmt auftreten, aber auch mit einer Form von Realismus, die einfach bedeutet, macht erst eure Hausaufgaben, spielt Fußball, kommt erstmal mit eurem Fußball in die Regionalliga-Spitze, fördert die Jugend in einer Form, dass auch aus diesen Mannschaften Spieler wachsen können. Auch das ist nicht so einfach. Das zeigen ja auch andere Vereine, wie schwierig das ist, dann umzusetzen. Da wollen wir erstmal mit Leistung belegen. Und wenn wir das getan haben, dann kommen wir vielleicht irgendwann auch zu den Sprüchen, dass wir uns damit identifizieren können. Nein, also nochmal, ich glaube, das ist doch klar, dass wenn man sowas macht, dass man nicht in der Kreisliga bei allem Respekt vor allen Kreisligisten und sowas spielen möchte, das ist doch klar. Und das ist das, was Frank gesagt hat, das ist ganz entscheidend. Du musst die Schritte nacheinander machen. Schritt A, B, C und nicht von C oder D sprechen, bevor du A und B nicht gemacht hast und das nicht machen kannst. So, und deshalb muss das alles auf einer vernünftigen Basis aufgebaut sein. Da gehören ganz viele Leute dazu und los geht das auf dem grünen Rasen. Und da muss man die Jungs jetzt ein bisschen mehr noch mit in die Pflicht nehmen und dann kann auch was Gutes entstehen. Wenn wir diese Veränderungen im Kader jetzt nochmal im Winter geben, was wird deine erste Amtshandlung sein? Mich aufzustellen. Schon ein Fitness-Test gerade gemacht, nebenan im Raum. Also ich möchte auch nochmal ganz kurz zu dieser Profithese was sagen. Ich komme ja nun mal daher, und zwar auch aus einem Verein, der irgendwann vor einigen Jahren auch für sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Dieser Verein hat damals aber relativ viel Geld in die Hand genommen. Nun bin ich auch nicht der Erste, der dem Charme dieser schönen Stadt Lübeck erliegt und sagt, Mensch, hier geht was. Die Frage ist ja auch, warum geht hier was? Wenn man analysiert hat, in welcher Situation sich hier gerade generell der Fußball in Lübeck befindet, dann muss man festhalten, dass es den VfB gibt, und dass dann erstmal lange Zeit nichts kommt in der öffentlichen Wahrnehmung und dann aber irgendwann ein Traditionsverein. Und dann kommt wieder sehr lange fast gar nichts mehr. Und da spreche ich jetzt mal nicht nur für den Seniorenfußball, sondern vor allen Dingen auch für den Juniorenfußball. Mein Sohn spielt beim SV Eichel und trifft in seiner Liga auch auf die Vertreter von JFV. Und da gab es auch für mich den ersten Kontakt wieder mit der Sportanlage in der Travemünder Allee, unser Sohn da gespielt hat und ich so zugeguckt habe und gedacht habe, Mensch, hier war es auch lange nicht. Und ich glaube, genau diese Aussage trifft auf ganz viele Lübecker zu. Mensch, bei Phoenix, da war es aber auch lange nicht. Und genau das ist unser Ansatz, dass wir sagen, dann kommt doch endlich mal. Ja? Dann guckt euch doch mal an, was da gerade so passiert. Und wir sind die allerletzten, die sich jetzt hier hinstellen und sagen, in zwei Jahren oder nächstes Jahr kann man direkt aufsteigen. Das sollen andere machen. Die können es machen, die haben doppelt so viel Budget und ein tolles Stadion. Und die sollen diese Äußerungen öffentlich tätigen. Das ist alles in Ordnung. Das ist auch gut, gesund und leistungsfördernd, nicht nur für die Eigenspieler, sondern auch für die Gegner. Aber das werden wir natürlich nicht machen. Sondern wir werden unsere Arbeit verrichten und in Vorleistung treten, damit hier realisiert wird, dass es zwei Vereine, mindestens zwei Vereine, wenn nicht sogar mehr gibt. Dem JFV sind noch viele andere tolle, kleinere Vereine angeschlossen. Die gilt es einfach auch nochmal wieder zu erwähnen. Und dafür werden wir auch unseren Beitrag leisten. Wir werden immer gucken, dass der Unterbau unter unserer Ligamannschaft funktioniert. Das war schon der Grundstein für den Erfolg in Eichel.
Und zum Unterbau gehört mitunter auch die U23 und vielleicht gehört auch die dritte Mannschaft, wenn es die denn irgendwann mal geben sollte, dazu. Ja. Es geht darum, das, was damals in Eichhede passiert ist, als die erste Mannschaft Meister geworden ist, die zweite und die dritte auch und die U19 in der Regionalliga gespielt hat, das gilt es zu bestätigen als allererstes. Ja, und dafür stehen wir jetzt zunächst einmal, dass wir sagen, so, das sind unsere sportlichen Voraussetzungen. Und den Weg zum Profifußball, und da muss man Profifußball sicherlich auch nochmal definieren, was das überhaupt bedeutet. Ja, wenn Profifußball bedeutet, so zu arbeiten und den Aufwand zu betreiben wie ein Profifußballer, dann sage ich dir, das wird ab heute Abend beginnen. Ja, wir trainieren morgen früh, wir trainieren tags, nachts, wir werden Blasen kriegen an allen möglichen Körperstellen. Ja, das ist klar, das ist Profifußball, aber bezahlt werden wir dann wahrscheinlich eher wie Amateure. Und deswegen ist das nochmal so mein Statement dazu. Also, man muss eben sehen, so, wofür machen wir das jetzt hier alles? Wir wollen Spieler entwickeln im Junioren- und im Leistungsherrenbereich und dafür arbeiten wir. Die zweite Frage zu den Veränderungen im Kader betrifft im Grunde genommen, oder da kann ich so ähnlich drauf antworten wie auf die Frage zum Trainerteam. Ich habe die Mannschaft jetzt so aus der Distanz beobachtet, ich habe sie aber noch nicht gerochen. Und da muss ich jetzt erstmal was aufbauen in den nächsten Tagen. Wir werden Spieler testen. Also uns wird sicherlich der ein oder andere sich auch die Klinke in die Hand geben. Das ist normal. Wir haben Veränderungen auch im Kader. Ja? Also da müssen wir jetzt darauf jetzt auch noch einzugehen, das würde sicherlich den Rahmen so ein bisschen sprengen. Ja? Aber natürlich halten wir die Augen offen nach Spielern, die uns sehr schnell helfen können, die uns aber vor allen Dingen dann auch in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie auftreten, auch mittel- bis langfristig unterstützen. Was zum Derby noch? Gibt es schon was Neues da? Nein. Leider gibt es da noch keine Neuigkeiten. Wir wissen auch nicht ganz genau, worum wir uns zuerst kümmern sollen. Neben dem Projekt Stadionbau haben wir jetzt auch die missliche Lage natürlich der Bauarbeiten an der Travemünder Allee, die ja nur entfernt was mit dem Stadionbau zu tun haben. Also ne, wir kämpfen da überhaupt um Bedingungen, deshalb fällt es auch schwer, dann ne, über Profitum und diese Dinge überhaupt zu sprechen, wenn wir noch nicht mal eine Kabine haben oder einen Besprechungsraum, ja, in dem wir jetzt heute Abend uns aufhalten können. Wir sind abhängig von Vereinen wie Lübeck 76, TSV Siems, denen wir unheimlich dankbar sind, dass sie uns so unterstützen. Aber auch dort ist das Entgegenkommen, kann natürlich auch nur bis zu einer Grenze erfolgen, wo die ihren eigenen Betrieb nicht stören. Ja, und da müssen wir und wollen wir daran arbeiten, auch in den Gesprächen mit der Stadt, dass das nicht so funktioniert. Ja, da hängen wir eben halt weit hinterher. Ja, da wird, zack, ist da eine Baustelle und die hält über Monate an. Die kostet vielleicht die Existenz von unserem Vereinsgastronom oder sie bedeutet für uns als Regionalligamannschaft überhaupt keine Bedingungen, über die wir überhaupt sprechen können. Ja? Das ist schon ganz schwierig und dann geht es weiter mit dem Derby, wo wir auch dankbar sind, dass wir den Bunyamshof haben und auch, dass dort eine Zaunanlage erstellt worden ist, wo Gästefans reinkommen. Ja. Aber diese Investitionen haben ja nichts damit zu tun, dass die jetzt in einer Größenordnung stattgefunden haben, wo wir jetzt dankbar sein müssen bis zum Jahr 2050. Ja, sondern das war das Ermöglichen in niedrigster Form der Regionalliga. Ja. Und wenn jetzt Dinge hinzukommen, dass uns praktisch alternativlos angeboten wird, auf der Lohmühle zu spielen, dann bin ich jetzt noch nicht mal beim Sportlichen, sondern dann bin ich bei einer ganz normalen Denke, wo ich sage, ja, wie sehr hat man sich eigentlich damit beschäftigt, uns das so
bieten. Ich habe dazu ja auch schon Stellung bezogen bei euch, wie ich das sehe. Und auch Oliver, glaube ich, hat da auch keine andere Auffassung, als dass es für uns aus sportlicher Sicht nicht die Alternative sein kann, dem Gegner dann einen Heimvorteil zu schenken. Egal, wer das anders sieht, dem können wir dann auch nicht, ja, das ist für uns kein Verhandlungsspielraum, gibt es da nicht. Ja, und ja, wenn ich dann, ich will gar nicht sagen, was ich dann noch so lesen muss, ja, als wenn wir uns nicht darüber Gedanken gemacht haben. Und wenn man uns das netter zugetragen hätten, hätten wir vielleicht doch auf der Lohmühle gespielt. Nein, das ist nicht so. Ja, es geht hier doch um das Sportliche. Auf der einen Seite sprechen wir über Profifußball und dann sprechen wir auf der anderen Seite, ach, spielt doch, seid doch mal so nett und spielt auf der Lohmühle. Das passt absolut nicht zusammen. Und wer das so denkt, der hat auch Phoenix Lübeck noch nicht verstanden. Schließt ihr denn kategorisch aus, auf der Lohmühle zu spielen? Das schließe ich im Moment kategorisch aus, ja. Volker, wir gehen nachher nicht mehr ans Telefon. Also ich bin durch. Danke. Ja, auch. Aber auch durch. Das ist ja kein Unbekannter, der die hier präsentiert. Nö, das muss es schon. Das hätte schon. Gut. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch nochmal einen guten Start ins Jahr. So haben wir euch auch ein bisschen die Winterpause jetzt, glaube ich, bestückt. Ne, mit einem Thema, was nicht nur mit einem Bericht dann abgetan ist. Ja, wird wahrscheinlich noch die nächsten Tage dann auch die Portale und Medien beschäftigen. Das ist auch gut so. Ne, nochmal meine kleine Entschuldigung oder die Bitte um Nachsicht bei der Thematik. Ja, das hatte in erster Linie natürlich den Grund, die Fußballer mussten das zuerst wissen, bevor das irgendjemand anders weiß. Ja, sonst wisst ihr, dass ich eigentlich mit der Wahrheit auch nicht hinterm Berg halte. Ja, das dazu. Genau. Wir trainieren ab heute jeden Tag und das erste Testspiel ist, glaube ich, auch schon rumgegangen, ist am Samstag dann auf dem Kunstrasen bei Phoenix gegen den Rostocker FC geplant. Ja? Vielen Dank und einen schönen restlichen